Eine neue Disziplin steht zur Verfügung. Seid ihr bereit für eine Menge blaue Münzen? Willkommen zurück zu Super Mario. Nein, nicht Super Mario, mein Gott. Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen. Post. Wir haben Post. Das zuerst. Finde Palmer. Machen wir. Snowboard Cross Traum. Diese Straßen bringen einen komplett durcheinander. Ja? Wirklich? Ja, geht so. Okay, wir müssen Palmer finden in Snowboard Cross Traum. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der da bleibt, bis wir das nächste Mal die Disziplin spielen. Deswegen werde ich es jetzt einfach direkt spielen. Und versucht, den Palmer zu finden. Ich weiß nicht, wie viele von den Besuchern es hier gibt. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon Cream gefunden und wir haben schon Chaos gefunden. Und jetzt ist also der Palmer dran. Und dafür müssen wir zu Snowboard Cross Traum. Ich will den Donkey Kong. Wir nehmen den Donkey Kong. So, ich gehe mal gerade hier, Snowboard Cross Traum Einzel, und wir gehen mal auf Donkey Kong. Soll ich hier Erster werden, kann ich dann nämlich schon mal ein X machen. So. Los geht's. Suchen wir doch mal den Palmer. Sitzen da nicht sogar Palmer im Publikum, sag mal? Ich weiß es nicht. Ah, ich finde es auch einfach krass, ne? Mir ist halt das halt früher nie aufgefallen, weil ich Sunshine nicht kannte. Aber wie viele Spiele einfach irgendwelche Referenzen aus Super Mario Sunshine haben von Nintendo. Das ist so krass, wirklich. Gefühlt jede zweite Strecke bei Mario Kart ist ja irgendwas mit Super Mario Sunshine. Also sei es das Thema an sich, sei es irgendein Ort daraus oder sei es halt wirklich, dass da Palmer rumstehen, also Charaktere. Das ist echt krass. Das ist der Wahnsinn. Bei Mario und Sonic gibt es auch Referenzen, wie man jetzt hier sieht. Und natürlich auch bei sämtlichen, so Mario Odyssey zum Beispiel oder sowas, da gibt es sicherlich auch Anspielungen darauf. Eieiei, blaue Münzen, stimmt. Ja, die gibt es jetzt auch noch hier. Oh mein Gott, wir können jetzt auf drei Sachen hier achten. Also, was heißt, achten ist natürlich im Sinne von, ich muss auch Erster werden. Achten aber vor allem halt im Sinne von, ich muss jetzt hier, eieiei, blaue Münzen sammeln. Wieso bin ich so schnell? Heilige Kacke, ich bin viel zu schnell. Ich muss jetzt auf die blauen Münzen achten, das habe ich jetzt eh verkackt. Und ich muss darauf achten, dass ich den Palmer finde. Wo auch immer der ist. Eieiei. Ich habe echt Angst, den zu übersehen. Also ich glaube, Erster werde ich jetzt hier nicht. Die blauen Münzen kann ich eh schon vergessen. Eine habe ich leider übersehen. Auch wenn ich schon zwei habe. Alter, wie geil sieht das denn aus? Donkey Kong hat Schnee auf dem Fell. Das ist cool. Das gefällt mir. Etwas zu spät. Meine Güte. Es geht hier richtig ab, Alter. Shit, Mann. Das ist auf jeden Fall krasser als im Sportfest. Das kann ich mal sagen. Bitte lass ihn einfach irgendwo ganz offensichtlich stehen, damit ich da auch wirklich ihn finde. Ich weiß halt auch nicht, ob der so lange da bleibt, bis ich dann halt nochmal dahin fahre und den hole und finde und was weiß ich. Also, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das abläuft. Wenn wir den jetzt nicht finden sollten. Ich mache jetzt einfach mal mein Zerrazzo. Ich gehe jetzt einfach mal nicht auf die Rampe links oder rechts. Hat man es auch mal gesehen, wie das aussieht, nämlich ziemlich langsam. Also ich habe ihn bis jetzt nicht gesehen. Ich hoffe, er war bis jetzt noch nicht da. Das war kein Palmer. Bei dem weiß ich jetzt halt zum Glück, wie der aussieht. Die Viecher kenne ich ja. Aber diese ganzen Sonic-Charaktere kenne ich natürlich alle nicht. Oh, Alter. Habe ich den übersehen? Bitte nicht, bitte nicht. Es ist halt auch immer so viel los auf dem Screen in den Traumdisziplinen. Und das ist ja auch Absicht, aber ich finde das ziemlich schwierig. Ich glaube, ich habe ihn übersehen. Nicht gut, nicht gut. Ich bin immer ein Erster. Scheiße. Kein Palmer gefunden. Ah. Ich fahre jetzt einfach nochmal lang, nehme jetzt einfach einen anderen Charakter, nämlich den Bowser Jr. zum Beispiel. Einfach den, der jetzt daneben im Grid ist. Und, also zumindest in dem Grid, was ich mir aufgemalt habe, in der Tabelle. So wie die Medaillen halt angezeigt werden. Das ist krass. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Ich weiß noch nicht, soll ich mich links orientieren, soll ich mich rechts orientieren? 180p, 1080p.
Hab ich jetzt auf dem Konto hier. Witzig. Witziges Wortspiel. So. Bowser Jr., nehmen wir den mal. Ich weiß halt nicht, wie das geregelt ist. Vielleicht hat man eine bestimmte Anzahl an Versuchen, so 3 oder sowas. Dann hat der irgendwann keinen Bock mehr oder so. Oder der bleibt für immer da. Das kann ja auch sein. Ich weiß es nicht. Ich fahre jetzt auf jeden Fall nochmal durch, wenn ich ihn jetzt nicht finde. Weiß ich halt leider nicht, ist er jetzt wirklich schon wieder weg oder habe ich ihn schon wieder nicht gefunden? Keine Ahnung. Aber was ich dem Spieler auf jeden Fall lassen muss, vor allem im Vergleich zum Vorgänger, ist halt, dass er... Ja, er hat einen Wiederspielwert. Er bietet Wiederspielwert. Er hat jetzt eben so einen Story-Modus und hat dann aber fernab davon, wenn man einfach nur Disziplinen spielt und sowas, man wird halt zurückgezogen dahin. Man hat einen Grund, man hat Gründe, mehrere, diese Disziplin nochmal zu spielen. Sei es jetzt eben hier in den Traumdisziplinen diese blauen Münzen oder sei es eben einfach... Heieiei. Ach, Peach hat mich draufgeschubst, sehr schön. Oder sei es halt einfach, irgendwen zu finden hier, das haben sie schon deutlich besser gemacht. Es geht ja halt nicht nur um Medaillen, sondern es geht da wirklich darum, diese Sachen, ja, die werden ja später freigeschaltet und die kann man dann halt entsprechend, ja, sich holen. Ich gehe jetzt mal da oben drauf. Vielleicht ist er ja da. Vielleicht ist da auch eine blaue Münze. Vielleicht ist da auch gar nichts. Ja, sehr schön. Ja, es gibt halt viele Wege, das stimmt. Da ist er! Ich habe ihn gesehen, jawohl. Jetzt haben wir auch gesehen, es gibt so ein Signal. Also er sendet selber so ein Signal aus, wenn wir ihn berühren. Jetzt habe ich ihn also gefunden, sehr gut. Okay, den habe ich vorhin echt nicht gesehen. Obwohl ich ja auch da lang gesprungen bin und sowas. Also ich konnte ihn jetzt quasi auch nicht verpassen. Ja. Das war halt einfach nur unglücklich. Und ich habe jetzt 3 blaue Münzen schon. Ich glaube, das sind alle bis hierhin. Also an sich läuft dieser Run gerade ganz gut. Ich bin jetzt auch... Ja, aktuell bin ich sogar wieder Erster. Nein! Was soll das denn hier für ein Scheiß? Okay, ich konnte also da doch schon hoch. Ja gut, dann weiß ich jetzt Bescheid. Ich habe doch gesagt, man kann da zweimal hoch. Na, jetzt weiß ich wieder Bescheid. Ist auf der rechten Seite jetzt vielleicht wieder so eine Münze? So, um mich zu verarschen? Nee, okay. Okay. Ja, ich meine, wir sind jetzt hier gerade sowieso im Snowboard Cross. Ich würde schon fast vorschlagen, dass wir dann jetzt auch wirklich erstmal versuchen, die roten Münzen, die blauen Münzen alle zu sammeln. Und anschließend halt erst andere Disziplinen machen. Es wird sowieso jetzt noch so viele Parts geben, mit denen ich gar nicht gerechnet hätte. Weil ich nicht wusste, was das Spiel noch alles für mich bereithält. So, hier oben ist die letzte, ne? Genau, hier oben ist die letzte blaue Münze. Die kriegen wir auch to go. Ja, nur die eine ist halt tricky, da muss man wissen. Das muss man wissen. Und ich muss vor allem erstmal wissen, wie komme ich da überhaupt hoch. Okay, Rekord breche ich leider auch nicht. Vielleicht ist es sogar meiner. Ich glaube zwar nicht, aber... Wir kommen auf jeden Fall ein gutes Stück ran. Ich habe schon deutlich länger gebraucht für so Disziplinen. Gehen wir weiter. Nehmen wir Blaze. Ich laufe jetzt hier das Gold rückwärts lang. Ich meine, je mehr Goldmedaillen ich jetzt hier sammle, desto weniger muss ich dann auch offscreen machen. Wobei man halt sagen muss, offscreen ist es für mich halt einfach angenehmer, weil ich währenddessen nicht kommentieren muss. Ich meine, das klingt jetzt nicht so besonders spannend, aber man kann währenddessen halt einfach irgendwie einen Stream laufen lassen oder irgendwelche Videos oder kann Musik hören währenddessen. Das ist dann halt einfach ein bisschen angenehmer, wenn man nicht die ganze Zeit durchlabern muss. Ich meine, muss ich nicht. Aber, ja gut. Wenn ich jetzt onscreen mache, dann mache ich das natürlich. Ist halt ein Let's Play, ne? Über 30 Meter oder weiter beim Snowboard Cross. Okay. Keine Ahnung, bei welcher Rail das jetzt passiert ist, aber ist auch egal. Wir haben den Palmer auf jeden Fall jetzt hier natürlich gesehen und dafür unsere 100 Dinger bekommen. Und ich bin mal sehr gespannt, wie viele Charaktere wir hier noch finden müssen. 3 haben wir jetzt. Vielleicht so 10? Oder ist das schon zu viel? Keine Ahnung, keine Ahnung. So, wir haben jetzt Blaze und jetzt geht's los, genau. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man wirklich nachgucken kann, ob man selber einen Rekord aufgestellt hat in einer Disziplin. Man hat zwar diese Bestenliste, da steht aber halt, da steht das nur von einem selber drin, vom Spielstand, ne? Also von meinem Spielstand, genau. von meinem Spielstand und von dem Spielstand, den ich damals hatte. Den habe ich auch noch behalten. Die Rekorde stehen da drin, also eigentlich nur von den menschlichen Spielern, aber eben nicht so dieser vorgegebene Rekord und sowas. Der steht da, glaube ich, nicht drin. Und das finde ich doof. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man dafür irgendwie eben diese Wi-Fi-Connection brauchte, damit man die laden kann. Ich glaube, laden kann man da halt wirklich nur von allen Leuten, so ihre persönlichen Rekorde, ihre menschlichen Rekorde.
Das fände ich dann aber halt ein bisschen doof, wenn man halt schon die Medaille anbietet, von wegen so, ey. Ich hab den absichtlich daneben gesetzt, weil ich ja unbedingt hier hin muss, wegen der Münze. Das ist ja jetzt mein Hauptziel. Dass ich alle Münzen sammle. Ich weiß schon wieder nicht mal, wo die zweite war. So viel dazu. Ja, mein Gott. Ich kann mir immerhin mal angucken, wo ich jetzt da hochkomme. Das kann auch... Ja, super Timing eigentlich, ne, Niklas? Super, hast du wieder toll gemacht. Ja, ich kann mir mal angucken, wie man da hochkommt. Und ich kann einfach generell mal ein bisschen auf Tempo spielen hier. Um vielleicht, ja, so viel dazu schon wieder. Eigentlich schon wieder verkackt. Ein bisschen auf Tempo spielen, um einfach mal dem Rekord näher zu kommen. Also ich glaube nicht, dass das meiner ist. Ich glaube es nicht. Zu Recht, wahrscheinlich. Ja, das war knapp, aber ich habe ihn irgendwie gestanden. So, jetzt müsste es ja gleich irgendwann soweit sein. Müssen wir links und rechts drauf achten. Na, dann müssen wir hier wahrscheinlich schon irgendwie drauf springen. Genau, ja, das habe ich jetzt schon verkackt. Super. Ja, nee, hier können wir auch noch rauf. Hier können wir auch noch rauf, okay. Das war jetzt aber natürlich kacke, weil ich hätte auf die linke Seite gemusst. Also, um die Münze zu bekommen. Aber darum geht es ja gerade eh nicht. Und dann können wir hier nämlich so den doppelten Bogen hier lang grinden. Können wir vielleicht sogar noch abspringen? Nö, können wir. Ja, doch, können wir. Cool. Nett. Ja, komm, wirbel rum. Los, los, los. Jawohl, 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 jawohl. Ah, wunderbar. Den Rekord sieht's doof aus. Ich glaube, das wird nichts, aber... Darum geht's ja nicht. Darum geht's ja nicht. Ja, wobei... So viel kommt ja gar nicht mehr. Jetzt noch einmal schön abspringen. Doch, das sieht sehr gut aus eigentlich. Ja, das sieht auf jeden Fall gut aus. Rausfallen können wir hier zum Glück auch nicht. Und das ist unser Weltrekord. Sehr schön. Wenn wir nichts schaffen, also das, was ich eigentlich schaffen wollte, wenn wir das nicht schaffen, schaffen wir halt wenigstens was anderes. Holen hier Goldmedaillen, holen den Weltrekord. Ja, bin ich zufrieden mit eigentlich. Bin ich eigentlich echt zufrieden mit. Kann man machen. So, jetzt aber mal ein bisschen... Vielleicht sollte ich einfach mal ein bisschen langsamer fahren. Dann werde ich vielleicht nicht Erster, aber das muss ich ja auch nicht. Ich will einfach nur... Gold. Nee, Blödsinn. Also Gold will ich auch, klar. Aber ich will eigentlich nur die blauen Münzen jetzt haben. Bei Bob müssen wir auch nochmal rein, ne? Nicht vergessen. Ich selbst. Weil da haben wir ja auch noch keine... Nicht alle blauen Münzen gesammelt. Aber bevor ich jetzt wieder skippe, will ich natürlich jetzt erstmal die hier haben. Weil ich da ungefähr weiß, wo die sind. Ich hab's schon ja alles halb vergessen, aber... Prinzipiell weiß ich das. Die letzte ist einfach. Da muss ich nur in der Mitte auf die Grindstange. Also eigentlich sind alle einfach, ne? Klar. Würde man jetzt sagen. Als Kenner des Spiels. Das war knapp. Aber es hat... Du Pisser, nee. Ich spiele auch schon wieder mit Blaze, stelle ich gerade fest. Ich wollte ja sowieso einen anderen Charakter dann nehmen. Eigentlich ganz gut, dass er mich behindert hat. Weil sonst hätte ich jetzt halt eine Goldmedaille, einen Goldmedaillenversuch weggeschmissen. Unnötigerweise. Wir könnten auch schon mal gucken, ob es vielleicht schon neue Post gibt, von wegen so, ey, hier will wieder irgendwer mit uns sprechen oder ey, es gibt ein neues Item, aber das möchte ich ehrlich gesagt nicht, weil wenn es irgendwie einen neuen Typen gibt, der hier in irgendeiner Disziplin rumsteht, dann müsste ich die jetzt direkt machen. Habe ich zumindest so das Gefühl und das möchte ich nicht. Ich möchte jetzt erstmal meine beiden Disziplinen hier zu Ende machen. Ordentlich. Und dann reden wir weiter. Vielleicht gibt es auch für jede Traumdisziplin einen Charakter. Das könnte ich mir auch vorstellen. Dann gibt es 11. Bei Gleitflug hatten wir jetzt schon eine. Wir hatten jetzt schon einen Charakter hier. Und wir hatten schon einen bei Skicross oder Skialpin. Skialpin war es, glaube ich. 3, 2, 1. So. Jetzt aber, blaue Münzen, los geht's, Luigi. Als Bruder von Mario kennst du dich damit bestimmt aus, hoffe ich, für dich. Sonst wäre das doof, für mich. So. Boah, Gott. Irgendeine unsichtbare Macht hat mich wieder draufgedrängt, finde ich super. Und jetzt muss ich halt dran denken. Das ist der größte Bullshit gewesen überhaupt, aber egal. Ich bin jetzt immerhin langsam genug, damit ich diese Münze hier... Ja, die Steuerung ist so kacke manchmal. Also ich meine, ich will jetzt einfach diese Münzen haben, ne? Scheiß drauf, dass ich jetzt hier
dann die Goldmedaillen hier quasi so verschwende, die Versuche für Goldmedaillen. Nicht, dass das jetzt gerade sehr goldverdächtig aussah, das muss man auch nochmal sagen. Aber es bestimmt natürlich trotzdem auch die Möglichkeit, dass ich Gold bekomme. Ich möchte in die Richtung. Boah, ey. Mann. Ich glaube, da kannst du auch so langsam sein, wie du willst. Wenn das Spiel es nicht will, dass du die Steuerung hinkriegst, dann ist es so. Ach, da kann man auch schon Tricks machen. Wieso habe ich das eigentlich noch nie versucht? Ich kann es euch nicht sagen. So langsam, Luigi. Ja, nein! Sag mal, ich krieg die erste Münze nicht mehr. Luigi, was ist los? Was ist los? Ich verstehe nicht. Ja, ich habe doch einen W gemacht. Jetzt will mich das Spiel aber komplett verarschen. Ich habe einen W für Wambo gemacht. Ich glaub's ja nicht. So. Wenigstens mal wieder die erste. Ist ja schrecklich. So, ihr Wichser. So, los geht's. Ich bin viel zu schnell. Ich bin viel zu schnell. Fuck, das war doch so knapp. Egal, jetzt mache ich weiter. Er leckt mich doch. Ich mache jetzt weiter. Alter Vater. Ich weiß auch noch nicht. Ich denke, ich werde, wenn ich dann jetzt die Münze gehabt hätte, würde ich wahrscheinlich am besten hier einfach. Ja, okay. Hier einfach runterspringen, weil dann bin ich relativ safe eigentlich drauf. Außer ich springe dann zu weit, dann raste ich aus. Aber ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, um relativ sicher darunter zu kommen. Ah, ja, die Steuerung ist. Es ist halt eine Wii, ne? Es ist halt die Wii-Steuerung. Und so geil ist die halt leider. Ich weiß nicht, da kann man bestimmt auch schon drauf an der Stelle. Aber ich würde dann doch eher versuchen, hier drauf zu kommen. Dann können wir auch zum ersten Mal jetzt die Münze einfach einsammeln, so. Warum nicht? Ist halt die einzige Münze, die ich noch nie eingesammelt habe. Achso, wir könnten noch. Nee, könnten wir nicht. Da konnte man gerade keine Tricks machen. Okay. Vielleicht brechen wir nochmal den Rekord oder irgendeinen Scheiß. Auch möglich. Wunderbar. Am Rekord liegt mir zwar jetzt eigentlich überhaupt nichts mehr, nachdem wir ihn sowieso einmal gebrochen haben. Aber es ist gut fürs Ego. Ja, den werden wir aber nicht brechen. Sehe ich gerade. Ich bin ja ein paar Mal auf die Fresse geflogen, so ist es nicht. War jetzt kein super guter Run. Und natürlich fehlt mir wieder eine. Diesmal zwar nicht die, die mir beim letzten Mal gefehlt hat, wo ich 4 hatte, aber... Naja. Für Gold hat's gereicht. Für Europa reicht's, ne? Sehe ich auch so. Ich will das jetzt schaffen, das gibt's doch nicht. Vielleicht dauert es mir auch irgendwann zu lange und dann schneide ich das ganze Zeug einfach nur rein, wenn ich es geschafft habe. Dann zwar noch mit Live-Commentary, aber halt nicht direkt am Stück. Im Sinne eines kompletten Parts, ne? Ich weiß nicht, ich habe ja bisher auch noch keine andere Disziplin in diesem Part gemacht. Ja, dieser Part ist... Nein! Das trifft den Part ganz gut, ja. Nein, dieser Part ist sehr abwechslungsreich, ich weiß. Und ich bin so blöd gewesen und habe einfach erneut spielen gedrückt. Das darf ich überhaupt nicht. Wie komme ich auf so einen Quatsch, dass ich sowas mache? Höchstens, wenn ich halt direkt in der Disziplin neu starte. Wenn ich mit dem Charakter halt noch kein Gold geholt habe, aber das ist jetzt der Fall gewesen. Und so schnell kann es auch eigentlich gehen, ne? Wir haben jetzt schon 4 Goldmedaillen. Von zugegeben 20, beziehungsweise 21, wenn man das Meme zählt, aber... ja. Wir kommen voran. Aber dann könnt ihr euch auch mal hochrechnen, wie lange das dauert jetzt hier, ne? Wenn wir jetzt hier noch einmal Gold haben, dann haben wir ungefähr 20 Minuten, glaube ich, dafür gebraucht. Also mal das Vierfache, das heißt, dann sind wir so, ja, 80 Minuten gut an einer Disziplin dran und, ja, 20 von, wie viel sind es? 580 oder sowas. Also ihr könnt euch hochrechnen, dass das ziemlich lange dauert, hier überall Gold zu holen. Zugegeben ist es auch eine etwas längere Disziplin, es gibt natürlich auch welche, die kürzer sind, aber nicht so viele. Es gibt auch einige, die sogar noch länger sind. Curling zum Beispiel, ah, ich freue mich drauf. Da muss man allerdings zugeben, beim Curling hat man dann natürlich, wenn man dann gewinnt, und das muss ich irgendwie mal reinkriegen, dass ich da wirklich gewinne, dann hat man halt auch wirklich den Vorteil, dass man wirklich schon 4 durch hat. Na, dann
mit 4 Leuten halt Gold, weil es eben Teamdisziplin ist. Daisy, du olle Fotze! Sorry. Das musste jetzt mal gerade raus. Alter, das ist so eine dumme... Ja, ich will die einfach nur... Nee, wirklich nicht. Ich hoffe, die spielt in Galaxy gar keine Rolle. Und die Chancen stehen auch eigentlich auch ganz gut, weil wir bekommen ja dann eine neue Protagonistin. Es ist nicht Peach, es ist nicht Daisy. Und ich mag die eigentlich auch sehr. Ja, dich mochte ich auch mal, Amy. Aber nicht, wenn du jetzt hier die ganze Zeit an Münzen vorbeifährst. Bitte nicht. Mach das nicht. Ja, ja. Wo ich hier gerade wieder mit Sonic konfrontiert werde, werde ich eigentlich immer bei Mario und Sonic. Ah, da fällt mir wieder ein, dass ja Team Sonic Racing jetzt letztens rausgekommen ist. Ich habe auch wirklich 0,0 Interesse an dem Spiel. Der Rick hatte sich das ja geholt und hat das dann zurückgegeben, weil es halt einfach nicht so geil war. Ja, also gerade... Ich bin da so halb durchgefahren, das gibt's doch nicht. Gerade angesichts der Tatsache, dass jetzt eben bald sowieso das Crash Team Racing Remake rauskommt, Nitro Fueled, ist das halt jetzt... Ja, muss ich an einem krassen Maßstab messen. Und da hat so ein Spiel eigentlich keine Chance. Warum man das also genau zu dieser Zeit rausbringt, ich weiß es nicht. Also gut, es ist auf jeden Fall sinnvoll, das vor Crash Team Racing rauszubringen, weil danach wäre es richtig hart untergegangen. Aber auch so stellt sich die Frage. Es ist eigentlich nicht gut, dass ich jetzt einen Stern habe und vor allem dadurch noch schneller werde. Ich wollte nicht springen, wieso bist du gesprungen, du Olle? Was soll das denn? Mann, no. Das gibt es nicht. Ja, aber das könnte ich auch halt wirklich machen. Mario und Sonic All-Stars Racing. Let's playen. Das habe ich ja sogar. Bin mir gerade gar nicht sicher. Vielleicht habe ich sogar Transformed für die Wii U. Ich bin mir wirklich absolut unsicher gerade. Ich glaube, das habe ich auch. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich könnte es euch nicht sagen. Wenn, dann habe ich es nicht lange gespielt. Ich glaube, ich habe das wirklich. Ja. Ich habe ja auch mal einen Aufnahmetest gemacht damals mit... Ich glaube, mit dem SD-Grabber für die Wii U dann. Also, ich meine, das ist derselbe Grabber gewesen, aber ich habe dann halt in SD-Qualität versucht, von der Wii U zu grabben. Und wollte einfach mal sehen, wie das aussieht. Ich glaube, da hatte ich mal so einen Aufnahmetest gemacht. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt dann Transformed war oder ob das das originale All-Stars Racing war. Ich weiß es nicht. Das originale All-Stars Racing habe ich ein bisschen gespielt, aber halt auch nicht so. Ich sag mal, zu Ende. Ah gut, das könnte man tatsächlich mal machen. Ich weiß gar nicht, was da alles so... mit reinfließt. Alter, wie schwer ist denn diese Münze zu kriegen? Ich bin jetzt schon zum zweiten Mal so halb drunter rechts durchgeslidet. So ganz komisch. Finde ich nicht okay. Ich nehme gleich den Bowser, dann trifft er auf jeden Fall die Münze. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht euer Ernst sein hier. Also wenn der Bowser eine große Hitbox hat, dann nehme ich auf jeden Fall jetzt Bowser gleich. Ist mir dann auch zu blöd. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das so geregelt ist hier. Aber so muss das... Wären hier keine Kräfte am Werk, hätte das jetzt geklappt, weil ich bin schnurstracks, also wirklich ganz gerade linear auf den Kack zugefahren, auf diese Kackmünze. Ich hätte sie eigentlich kriegen müssen nach Menschenermessen, nach Menschenverstand, aber ja, das Spiel hat halt irgendwie so ein Gravitationsfeld an der Stelle da, das einen dann halt in die richtige Richtung drückt, in die richtige Bahn. Und da eine Münze zu platzieren, finde ich ja dann halt schon sehr assi. Sehr assi, wirklich. Warum macht man das? Na, ich liebe blaue Münzen, na, papa. Kommt, er stellt einen Voice, holt den Voice-Clip aus dem letzten Part und macht einen Zusammenschnitt daraus. Ah, schrecklich. Aber es ist, oh Mann. Blaue Münzen sind auch toll, bunte Burger auch. Außer, dass sie halt schädlich sind. Und wie auch immer ich die jetzt bekommen habe, das war der größte Rotz. Ich hätte die niemals bekommen dürfen. Der Wahnsinn, wirklich. Es ist der Wahnsinn. Oh, ich hasse es, ich hasse es. Ich raste gleich komplett aus. Oh. Leider ist es aktuell noch zu unterhaltsam, als dass ich es rausschneiden möchte. Ja, ich will jetzt keinen neuen Part. Ich will das nicht noch einen neuen Part mit verschleppen, ehrlich nicht. Das sehe ich nicht ein. Nicht für so einen Shit. Weil das einfach nicht klappt. Das kann doch nicht wahr sein. Dann fahr doch langsamer. Ja, das Ding ist, selbst wenn ich langsam fahre, bringt mir das nichts, wenn das Spiel mich in irgendwelche komischen Richtungen drückt, in die ich eigentlich gar nicht will. Aber eigentlich habe ich da recht, wenn ich mich selber daran so dafür belehre. Ich weiß nur leider gar nicht, wie ich bremsen kann, ob ich das überhaupt kann.
Aber an gewissen Stellen, zum Beispiel hier, könnte man das halt ganz gut gebrauchen. Weil da gibt's keine Kraftfelder, die in irgendwelche Richtung drücken. Es sind halt eigentlich nur die ersten beiden Münzen, die sind schwer. Der Rest ist eigentlich, der liegt auf dem Weg, der ist relativ einfach erreichbar. Das sind halt alles dann so Grindstangen, ne? Da muss man dann halt drauf, aber wenn man drauf ist, dann funktioniert er ganz gut. Genau wie dieses Spiel, dafür sollte man am besten drauf sein. Und ich bin jetzt auch drauf, denn ich nehme jetzt einen Powerstern. Das war wieder ungünstig, dass jetzt... Oh, ich wurde abgebremst, weil ich irgendwie gegen die Wand gefahren bin. Ich möchte sagen praktisch. Ja, ich habe diese zweite Münze. Ich habe die ersten beiden Münzen gesammelt. Und ich fühle mich gerade wie Krösus oder so. Ich weiß es nicht. Das ist richtig geil, dass ich die jetzt einfach gesammelt habe. Und jetzt werde ich in der Mitte langfahren und wahrscheinlich irgendwie zu weit springen. Und deswegen nicht auf der Rail landen und die Münze verpassen, ne? Ne? Das wäre doch eine Story, ne? Titelblatt würdig. Ich bin jetzt auch extra nicht abgesprungen, wie man gesehen hat. So. Alter, das wäre es gewesen, wenn diese komische Bombe, die da gerade vor mir war, wenn die irgendwie so beschissen explodiert wäre, dass ich runtergefallen wäre. Keine Ahnung, ob das hier geht. Ich glaube, das geht nicht, aber... Das wäre richtig scheiße gewesen. So. Versuchen wir es. Yeah. Kann man hier schon nachkommen? Egal. Ich gehe auf Nummer sicher. Gehe hier hoch. Hole mir hier die blaue Münze. Und alles ist super. Ah. Das sieht erstmal gut aus, ja. Das sieht sehr gut aus. Wenn ich jetzt dann gleich noch die Rail treffe, die letzte, dann steht mir eigentlich nichts mehr im Weg. Oh. Dann habe ich endlich meine erste blaue Münzen-Challenge erledigt, was auch immer mir das genau bringt. Wahrscheinlich bringt es mir einfach nur so 200 Tacken oder so ein Shit. Also irgendwas, was es sich eigentlich gar nicht lohnt. Ich wollte schon gerade sagen, kann ich jetzt doch hier rausfliegen oder was? Holy shit. Also das waren ein paar insane Flips, muss ich sagen. Würde ich jetzt ungern selber erleben. Ich bin recht langsam, ja. Finde ich aber auch ganz gut. Ne. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wäre jetzt echt der Super-GAU gewesen, Junge. Das wäre der Super-GAU gewesen. Ich hab sie. Ich hab alle fünf. Und ich bin sogar noch Erster. Und ich feiere den größten Shit zusammen. Also ich frage mich, warum ich hier noch Erster bin. Nicht schlecht, weil dann kriege ich direkt noch die Goldmedaille. Sehr gut. Ja. Also das war eine der schlechtesten Runden überhaupt, aber dafür habe ich jetzt alle blaue Münzen. Wieso hat er jetzt hier keinen X drin? Mein Google Doc ist irgendwie ein bisschen tot. Okay. Ich hoffe, ich habe jetzt hier keine Frame Drops oder irgendeinen Shit. Was habe ich denn hier jetzt? Amy? Hä? Ich glaube, da habe ich jetzt gerade was falsch. Oder? Ja, mein Google Doc war ein bisschen eingefroren. Ich habe leider keine Ahnung, ob das jetzt hier alles richtig ist, so. Und ich habe auch... Ich hoffe, an der Aufnahme ist jetzt nichts kaputt, weil Windows ein bisschen eingefroren ist, aber vielleicht ist es auch wirklich nur das Google Doc gewesen. Oder Chrome. Wäre mir ja egal. Hauptsache meine Aufnahmesachen nicht. Also OBS und Audacity. Oh mein Gott. Wir haben die erste blaue Münzen-Challenge erledigt. Oh mein Gott. So, ab ins Hauptmenü. Und jetzt schauen wir mal, was wir dafür bekommen haben. Wir werden jetzt hier wahrscheinlich irgendwie so ein paar Punkte bekommen haben, gehe ich mal von aus. Verliehen für das Sammeln aller blauen Münzen in der Disziplin Snowboard Cross Traum. Okay, also es gibt für jede Disziplin, wo man die blauen Münzen sammelt, ein Abzeichen. Okay. Damit bin ich komplett d'accord. Es gibt zwar überhaupt keine Punkte, aber dafür, dass es ein Abzeichen gibt, gerne. Würde ich mir gerne mal angucken, wo das ist. Und wir haben wahrscheinlich wieder Post, oder? Ja, natürlich haben wir wieder Post. Ich glaube, die gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Und beim nächsten Mal würden wir dann auch nochmal Bob Sport Traum machen. Rekorde. Genau. Einmal in die Prize Gallery, einmal zu den Abzeichen. Nein, ich zitter nicht so. Ich glaube, meine Wireless-Sensorleiste wird einfach wieder leer. Die ich jetzt benutzen muss, weil das Kabel durchgebissen wurde von einem gewissen Hasen. Hier unten. Snowboard-Cross-Traum, okay. Muskelprotz-Abzeichen, Grindmeister. Na gut. Hier sind dann also auf jeden Fall noch die anderen wahrscheinlich daneben. Genau, alle in Ski-Cross-Traum und... Okay. Gut, 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 gut. Dann wissen wir da schon mal Bescheid. Und beim nächsten Mal lesen wir den Brief und werden dann Bob-Sport-Traum auch nochmal mit den blauen Münzen machen und andere Traumdisziplinen. Wenn ihr darauf Bock habt, bis dahin. Tschüss.